Gaspar hat in 2017 den OER World Congress in Ljubljana organisiert, wo viel über OER gesprochen wurde und die UNESCO hat einiges auf den Weg gebracht, aber der Prozess oder der Weg ist da nicht zu Ende gewesen. Jetzt passiert mehr bei der UNESCO, nämlich was? Das ist richtig. Jöran, vielen Dank für die Einladung. Beim Kongress selbst wurde der sogenannte Ljubljana OER-Aktionsplan beschlossen, der aber natürlich selbst auch nicht nur während der 3 Kongresstage entstanden ist, sondern im Vorlauf bereits circa ein halbes Jahr vorher hat die UNESCO zusammen mit Partnerorganisationen, dem Commonwealth of Learning, Hewlett, der Hewlett Foundation und so weiter, regionale Expertentreffen veranstaltet in der ganzen Welt. Dort wurden bereits Recommendations, jetzt sage ich es mal in Englisch, regional zentriert eben beschlossen und dann auf den Tisch gelegt. Vor dem Kongress geschah eine Online-Konsultation über diesen Textentwurf, der dann natürlich während der 3 Kongresstage, während der einzelnen Arbeitsgruppen und der Sitzungen dann natürlich dann nochmal ausgearbeitet wurde und dann beschlossen wurde. Und dieser OER, Ljubljana OER Aktionsplan, der gilt jetzt als Grundlage für die UNESCO, die im Herbst dann auf deren ihrer Generalkonferenz beschlossen hat, 2 Jahre später, also auf der nächsten Generalkonferenz, eine sogenannte Recommendation, also eine Empfehlung. Das ist ein rechtlich verbindliches Instrument. Das heißt, Recommendation hört sich so unverbindlich an, das ist aber bei der UNESCO ein sehr verbindliches Instrument. Weil die UNESCO eine zwischenstaatliche Organisation ist, also nicht so wie die Europäische Union zum Beispiel supranational, gilt eine Empfehlung wirklich als direkt nach einer Konvention, als das stärkste rechtliche Instrument, über das die Organisation verfügt. Natürlich müssen sich jetzt Mitgliedstaaten nicht an diese Empfehlung halten, aber trotzdem müssen alle Mitgliedstaaten regelmäßig, das heißt, das wird dann noch beschlossen, also alle 1, 2, 3 Jahre, über den Stand der Dinge, also über OER in ihrem Land dann berichten. Das heißt, es ist also auf jeden Fall eine verbindliche Angelegenheit. Und was ich hier noch sagen kann, also der Prozess, der hat jetzt mittlerweile schon begonnen. Okay, erst in 1,5 Jahren wird diese Empfehlung beschlossen auf der nächsten Generalkonferenz, Herbst 2019. Aber ein erster Entwurf dieser Empfehlung, den haben wir bereits. Und der ist auch im Netz online schon einsehbar. Und es ist auch erwünscht, dass, ich sag mal, die ganze Welt jetzt daran teilnimmt und ihre Beiträge, ihre Ideen, ihre Kommentare und so weiter abgibt. Das heißt, auf eurer Webseite wird dieser Entwurf, ich sag mal, wahrscheinlich verlinkt. Und wir hoffen natürlich auch von slowenischer Seite auf unzählige Beiträge. Wann ist die Deadline? 1. Juni. Das heißt, wir haben noch knapp 5 Wochen circa Zeit. Und wenn man das Video später sieht, guckt man mal in den Kalender, aber hoffentlich noch rechtzeitig, um da Beiträge zu liefern. Denn, das muss man vielleicht noch kurz als Zusatz sagen, dass es so eine ganz offene Konsultation gibt, ist jetzt ja auch für die UNESCO fast revolutionär. Sehr untypisch und revolutionär, ja, weil normalerweise, egal bei was für Dokumenten, die Organisation beschlossen hat, also im Moment ist gerade sehr stark auch in den Medien die sogenannte Jugendstrategie, die besteht schon seit 5 Jahren, die UNESCO-Jugend, das ist eine Youth Strategy auf Englisch, ne? Und die besteht schon seit 5 Jahren, soll für die nächsten, also insgesamt 10 Jahre gelten, aber kein Mensch weiß, wer diese Strategie verfasst hat, wo die entstanden ist, wer da mitgearbeitet hat, wer überhaupt gefragt worden ist, was da rein muss in diese Strategie. Jetzt hat die UNESCO immerhin ein drittes Unternehmen beauftragt, eine Evaluierung dieser Strategie vorzunehmen. Da kommen jetzt wenigstens auch, ich sag mal, dritte Personen mit hinzu, vor allem Jugendliche, die diese Strategie dann am meisten betrifft. Hier ist es so, wir haben es wirklich geschafft, also natürlich mit Hilfe anderer Partner, Organisationen, anderer Mitgliedstaaten, dass wir die UNESCO überzeugt haben, erstens vor dem Kongress den Aktionsplan, ich sag mal, ein bisschen zugänglicher und offener zu gestalten. Das ist auch schon im Vorlauf des Kongresses für knapp 4 Wochen zwar in der Sommerzeit geschehen, aber es gab
weltweit Kommentare, auch aus Deutschland, sehr stark sogar. Und dieses Mal ist erstens mehr Zeit da, es ist keine Urlaubszeit und zweitens ist die ganze Sache noch mehr publik gemacht worden. Das heißt, ich glaube, die Gemeinschaft ist jetzt informiert genug und wir sind wirklich froh, dass wir eine solch alte und eingerostete Organisation ein bisschen bewegen konnten. Gaspar, ganz herzlichen Dank für das Interview und insgesamt für die Arbeit, die du machst aus Slowenien. Dort bist du bei der UNESCO-Kommission und bist inzwischen ja aber weltweit unterwegs und einer derjenigen, die OER maßgeblich vorantreiben. Jetzt wünsche ich uns erstmal noch eine spannende Konferenz. Nochmal danke dir. Das haben wir. Und wir sehen uns auch bald wieder bei euch beim nächsten OER-Festival. Und vielen Dank. Das hoffe ich. Alles Gute. Tschüss.